Wer einen Stecknusssatz für Bremssattelverschraubungen sucht, liegt bei diesem Satz genau richtig. Und was alles enthalten ist, schauen wir uns jetzt an. Der Satz beinhaltet kurze Stecknüsse, super kurz sogar, 7 mm und 8 mm mit 3/8 Zoll Antrieb und die 9 mm mit 1/4 Zoll Antrieb. Immer den Platzverhältnissen geschuldet, dass halt unterschiedliche Antriebe im Satz enthalten sind. Dann hier auf der rechten Seite haben wir dann die 9 mm mit 3/8 Zoll Antrieb, dann 7 mm in halblang und lang und die lange 11 mm. Dann kommen wir zu den Sattelverschraubungen selber. Das ist einmal 11 mm Spline, dann 14 mm Spezialprofil, 15 mm Spline, dann 20 mm Spline und die 22er Torx Plus.